Und meine Freundin hat sich eine Jeans bestellt, die so gut aussah. Die war so richtig stretchy. Das ist wirklich die größte Empfehlung. Mit den Kleidern hier aber von Hala. Der sieht so schön. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein paar Sachen wieder bestellt. Diesmal von Halara. Viele von euch kennen den Online-Shop schon, denn ich habe sehr viele Nachrichten auf Instagram dazu bekommen, ob ich nicht mal ein paar Produkte davon testen kann. Ich habe tatsächlich schon sehr lange dieses Kleid hier zum Beispiel zu Hause. Das kann ich euch gleich nochmal getragen zeigen. Das habe ich zuletzt auch immer richtig gerne getragen. Und ich bin tatsächlich erst auf Halara gekommen, weil mir immer wieder Werbeanzeigen dafür angezeigt wurden. Wie euch auch. Und deswegen hat man sich gefragt, wie ist die Qualität? Und meine Freundin hat sich eine Jeans bestellt, die so gut aussah. Die war so richtig stretchy. Man nennt die von Halara ja auch Magic Jeans, weil die so richtig perfekt an der Haut liegen und halt gut aussehen. Sie trägt zum Beispiel Größe L. Ich habe hier alles in Größe S bestellt. Aber die Jeans sah so gut aus, dass ich halt auch die Jeans tatsächlich nachbestellt hatte. Und jetzt noch ein paar andere Teile mittlerweile. Im Laufe der Monate habe ich echt ein paar mehr Teile jetzt hier zu Hause liegen, die ich euch heute einfach mal zeigen werde. Als erstes die Jeans, um die es hier geht. Und zwar ist es diese hier. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die ist richtig schön. Die gibt es zum Beispiel mit so einem etwas kleineren, weiteren Schlag unten. Also es ist kein richtiger Schlag, es ist einfach eine weite Jeanshose. Ein sehr weicher und nicht dicker Stoff. Also der Stoff ist richtig dünn und auch so richtig stretchy, wie ihr seht. Schmiegt sich halt perfekt im Körper an. Ich habe, wie gesagt, Größe S. Ich trage normalerweise auch Größe S. Also falls ihr da bestellen wollt, ihr müsst nicht eine Größe größer oder was auch immer bestellen, sondern bestellt wirklich die Größe, die ihr habt. Die sollte euch eigentlich perfekt passen. Also mir passt alles in Größe S. Sie hat die Hose zum Beispiel in Röhrenoptik gekauft. Ich habe sie halt ein bisschen weiter gekauft, weil ich halt gerne immer diese etwas weiteren Hosen gerne mag. Unten am Bein, und die sitzt halt richtig gut. Also ich bin mega begeistert davon. Ich hatte die mir jetzt auch nochmal in einer zweiten Farbe bestellt. Nämlich in diesem dunkelgrau, fast schwarz, weil ich die halt so schön fand von der Farbe. Und das ist die erste Jeanshose, die wirklich perfekt on point sitzt. Also egal ob am Hintern, am Oberschenkel, die sitzt halt richtig gut. Bei mir könnte sie ein kleines bisschen länger sein, finde ich. Ich bin 1,78, das sage ich immer vorweg in meinen Fashion-Videos, weil ich ein bisschen größer bin als vielleicht Frauen von euch, die 1,60 sind. Also bei mir ist alles eher ein bisschen mehr Hochwasser, weil ich sehr lange Beine habe, irgendwie im Gegensatz zum Oberkörper. Irgendwie ist das Gleichgewicht da so ein bisschen anders verlegt bei mir, aber deswegen passen mir ganz oft die Hosen halt nicht richtig. Die passt zum Glück, aber sie könnte trotzdem ein kleines bisschen bei mir länger sein, aber sie sieht halt richtig gut aus. Also das ist wirklich die größte Empfehlung. Mit den Kleidern hier aber von Halara. Also dieses Kleid habe ich hier gerade in so einem Khaki. Ich habe das auch noch in Blau und ich finde das richtig schön, weil das so Cutouts an der Seite hat und wirklich toll sitzt. Habe ich auch schon ein paar Mal gewaschen. Also die Sachen hier habe ich jetzt ein bisschen länger schon. Die waren schon ein paar Mal in der Waschmaschine. Sehen danach auch immer noch super bei mir aus. Also da braucht ihr wirklich keine Bedenken haben, was die Qualität angeht. Ein richtig stretchiger Stoff, auch beim Kleid. Also es fühlt sich eher an wie eine zweite Haut. Ich hatte beim Junggesellenabschied zum Beispiel auch erzählt, dass ich bei Halara bestellt hatte. Jetzt nochmal die Kleider nachträglich. Und ein Kleid hatte ich auch zum Junggesellenabschied an. Und alle meinten auch so, oh, wie ist die Qualität? Ich habe auch überlegt, da zu bestellen. Und ich glaube, das fragt sich jeder. Also ich finde die Qualität super und ich bin echt überzeugt von den Produkten, weil die halt auch so richtig schön stretchy sind. Finde ich richtig toll. Die Kleider sind tatsächlich so mein Favorite Number One zuletzt, zusätzlich zu den Jeanshosen. Dann hatte ich mir jetzt ganz neu aber auch noch mal ein paar zusätzliche Sachen geholt. Vor allem eigentlich Hosen tatsächlich, weil die hier, davon hatte ich auch immer Werbung angezeigt bekommen, die ist auch super weich vom Stoff, so richtig schön stretchy und dehnbar, wie auch die Jeanshose. Ich habe die auch ein bisschen weiter unten bestellt an den Beinen, weil ich das wie gesagt mag, aber es gibt die auch theoretisch in ganz eng und ich glaube sogar auch noch richtig mit Schlag. Verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten, falls ihr da irgendwas nachbestellen wollt oder so. Aber auch am Bund oben ist die richtig stretchy geschnitten. Falls man ein bisschen zunehmen sollte oder vielleicht auch abnehmen sollte, passt man, glaube ich, trotzdem noch richtig gut in die Sachen, weil die halt so richtig schön dehnbar sind. Ich schreibe euch hier nochmal einen Rabattcode hin. Da könnt ihr nämlich 20% auf den gesamten Shop von Halara sparen. Falls etwas reduziert ist, schreibe ich euch hier auch nochmal einen Rabattcode hin. Dann gibt es nochmal 5% on top auf die eh bereits reduzierten Produkte. Aber wie gesagt, ansonsten nutzt gerne den 20% Rabattcode, falls die Sachen nicht reduziert sind, dann könnt ihr nämlich 20% auf alles sparen. Und die Links suche ich euch wie immer unten raus, also die findet ihr in der Infobox. Was ich mir auch bestellt hatte, ist dieser Jeansrock. Und man muss halt echt dazu sagen, es ist halt nicht wie ein Jeansstoff. Es ist so richtig dünn. Natürlich, es fühlt sich an und es sieht aus wie so ein richtig dünner Jeansstoff. Aber der ist halt richtig komfortabel. Also nicht vergleichbar mit so dicken H&M-Jeans oder so. Überhaupt nicht.
sondern richtig schön stretchy. Und ich dachte mir, ich wollte ja eigentlich schon die ganze Zeit immer so einen Langrock haben. Ich hatte mir auch vor kurzem einen bei H&M bestellt. Der sah einfach echt nicht gut aus. Hatte ich ja auch zurückgeschickt. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht so ein Rock in dünner und in Jeans-Optik ganz gut aussehen könnte. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Rock haltet, ob der mir steht oder nicht. Da bin ich gespannt drauf. Ich habe auch ein Oberteil bestellt, was so einen kleinen höher geschlossenen Kragen hat. In der gleichen Farbe habe ich nämlich auch das Kleid. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen, was ich auch beim Junggesellenabschied anhatte, wo wir zusammen ausgegangen sind. Aber ich fand die Farbe sehr schön. Also mit dem Braun, das gefällt mir richtig gut. Das ist halt auch sehr stretchy. Die meisten Sachen, die man bei Halara bestellen kann, sind tatsächlich auch für den Sport geeignet. Also das sind meistens auch so Yoga-Sachen oder Outfits, die ihr zum Laufen tragen könnt. Also es gibt da extra auch so eine Sportkategorie und ich glaube, das hier war auch unter der Sportkategorie. Wie gesagt, das hier hatte ich mir auch nochmal in einer sehr ähnlichen Farbe, auch in so einem Braun, als Kleid bestellt. Das hat tatsächlich auch richtig Cups mit eingenäht. Also man muss da kein BH drunter tragen. Auch nach dem Waschen, es lag alles noch so super drin wie zuvor. Also da ist nichts verrutscht oder so, sondern sah wirklich noch aus wie frisch gekauft, nachdem ich das jetzt zum zweiten Mal gewaschen hatte. Also das ist echt so ein Kleid, was ich gerade richtig gerne trage, weil ich mich darin total wohlfühle. Hier die schwarze Hose, die ich euch am Anfang gezeigt hatte, die habe ich übrigens noch mit so Mini-Taschen in Braun geholt. Irgendwie, also ich bin gerade total in love mit den Hosen da. Ich habe echt einiges an Hosen bestellt, weil ich die super schön finde. Und meine Freundinnen und ich haben da halt zusammen bestellt, nochmal nach dem Junggesellenabschied. Also es sind echt richtig schöne Teile und die Hose gefällt mir auch richtig gut. Also vor allem das Braun. Ich mag irgendwie gerade die Farbe Braun richtig gerne, aber auch Blau. Ich hatte auch hier tatsächlich eine Sporthose im Blau bestellt. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben, aber ich finde die zum Sport richtig toll. Auch zum Joggen draußen fand ich die richtig schön. Hat hier drunter auch nochmal eine engere Hose und darüber fällt dann einmal die weite Hose. Das heißt, wenn ihr Sportübungen oder so macht, dann blitzt da auch nichts durch, sondern ihr habt hier unten einmal die Sicherheit mit einer engeren Hose drüber und darüber ist dann die Weite an den Beinen. Dann habe ich mir auch so ein Basic-Oberteil geholt. Ich dachte mir, das kann man immer tragen in so einem wunderschönen Beige. Ich mag ja Beige auch richtig gerne und trage Beige eigentlich auch immer rauf und runter. Sowas, finde ich, kann man immer gebrauchen. Also ich bin ein absoluter Fan von Basic-Teilen. Das ist auch etwas dünner vom Stoff und hat auch einen ganz, ganz, ganz weichen und angenehmen Stoff. Das gab es auch in unterschiedlichen Farben, aber ich fand Beige halt sehr schön. Hier, da habt ihr mich tatsächlich rauf und runter gelöchert nach diesem Top. Das hatte ich nämlich auch schon sehr oft an. Das hatte ich auch schon im Frühjahr bei Halara bestellt. Das ist tatsächlich auch dicker. Und hier zeige ich euch mal auch die Cups. Also hier sind auch wieder so Cups mit eingenäht. Das heißt, hier braucht ihr theoretisch auch keinen BH drunter tragen. Und es sitzt auch sehr schön, finde ich. Sieht zwar aus wie Jeansstoff, aber ist halt wieder dieser ganz angenehme, weiche, stretchige Stoff. Das Kleid habe ich jetzt tatsächlich ganz neu mit der letzten Bestellung bestellt. Das hatte ich nämlich bei einer anderen Influencerin gesehen. Und ich fand das da so schön. Das gab es auch in anderen Farben. Ich fand das einfach wunderschön, weil es halt richtig edel sommerlich aussieht. Also das ist so das perfekte Ausgehkleid, finde ich. Hat einen eher dünneren Stoff, also perfekt für den Sommer. Auch wieder richtig weich und angenehm vom Stoff. Also das hat mir richtig gut gefallen, als ich das nämlich gesehen hatte. Und das war auch der Grund, warum ich jetzt meine letzte Halara-Bestellung gemacht hatte, weil ich das Kleid einfach so, so, so schön getragen fand. Sie hatte übrigens dunkle Haare und bei ihr sah es auch wunderschön aus mit diesen dunkelbraunen Haaren. Das Top hier fand ich vom Stil richtig cool, weil es mal was anderes ist. Das ist übrigens auch wieder in so einem weichen Stoff, den man auch zum Sport tragen kann. Hier an den Ärmeln sind tatsächlich auch die Daumen zum Reinstecken gedacht. Also das ist auch für Pilates, für Yoga, ne? Falls man irgendwas in der Richtung macht an Sport. Ich habe es mir tatsächlich für die Freizeit geholt, weil ich es so super schön fand und ich werde wahrscheinlich die Daumen da einfach nicht durchstecken. Ich finde, das fällt auch nicht auf, wenn man da jetzt so eine Lücke hat und da jetzt nicht irgendwie den Daumen durchsteckt, aber ich fand es halt sehr besonders vom Stil, weil es unten eher so offen ist, aber trotzdem alles verdeckt, was halt quasi verdeckt werden muss. Den Jumpsuit habe ich mir tatsächlich schon im Frühling bestellt. Ich habe ihn einfach noch nicht anziehen können, weil der Sommer einfach noch nicht wirklich in Hamburg angekommen ist. Ich hoffe sehr, dass ich den jetzt tragen kann. Ich werde ihn auf jeden Fall auch mit nach Polen nehmen, weil wir jetzt nach Polen fahren. Der sieht so schön aus. Der hat halt lange Beine, ist so ein bisschen offener geschnitten, vom Stoff richtig weich und angenehm. Also wirklich, wenn man diesen Jumpsuit anhat, hat man das Gefühl, man trägt nichts, weil das so ein weicher und angenehmer Stoff ist. Den gab es auch noch in anderen Farben. Ich fand das hellblau
Blau halt wunderschön. Das Top hier fand ich auch richtig schön. Ich trage ja immer gerne diese Bordeaux-Tops und das habe ich jetzt auch im Beige geholt. Das gab es auch in anderen Farben. Hier sind übrigens auch wieder Cups mit eingenäht, also da ist man auch safe. Theoretisch ist das auch als Sportoberteil gedacht, also man kann es auch beim Sport tragen. Ich muss sagen, ich ziehe jetzt nicht unbedingt gerne so ein trägerloses Top zum Sport an. Für mich ist das halt so ein Freizeitoberteil und dafür fand ich es halt super schön. Und ich finde es halt echt cool, dass immer diese Cups hier mit drin sind, ne? Also das muss man echt lassen. Ich habe, glaube ich, noch keinen Online-Shop gehabt, wo die Qualität halt so gestimmt hat. Vor allem, weil überall diese Cups immer mit eingenäht wurden. Und ich hatte mir hier noch so eine graue Hose gekauft. Die hatte ich jetzt auch schon mal an, wo wir an der Ostsee waren. Die finde ich auch richtig schön. Hat hier hinten auch wieder diese angetäuschten Taschen. Liegt ein bisschen weiter vom Schnitt. Das mag ich ja richtig gerne. Und die hat ein sehr, sehr, sehr weichen, stretchigen Stoff. Und ich mag im Sommer richtig gerne diese Stoffhosen tragen. Also ich war früher immer Team Jeans. Ich habe eigentlich nur Jeans getragen und jetzt mittlerweile trage ich Jeans eigentlich nur noch, natürlich auch im Sommer. Ich habe jetzt auch oft Jeanshosen an, aber viel, viel, viel mehr Stoffhosen als Jeanshosen, würde ich sagen. Und den hatte ich jetzt ganz frisch bestellt. Das ist ein Jumpsuit, der war nämlich ganz neu im Shop. In Schwarz war der, wo ich bestellt hatte, fast komplett ausverkauft schon. Also den gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe jetzt hier wieder diesen Blau-Grau-Ton genommen, den fand ich halt voll schön. Ist weiter geschnitten, sitzt auf jeden Fall so richtig locker und ich mag sowas für die heißen Tage richtig gerne, wenn man irgendwie in der Stadt unterwegs ist, dass es lässiger fällt und nicht zu eng sitzt. Und ich muss sagen, das sind auch die Teile, wo ich mit am meisten immer angesprochen werde von fremden Leuten, wo ich das her habe, weil diese lockeren Stoffe irgendwie immer so besonders auffallen, habe ich das Gefühl. Dazu halt eine Handtasche kombiniert, kann ich mir sehr gut vorstellen und fühlt sich darin auf jeden Fall super wohl, weil es halt schön lässig fällt und gleichzeitig diesen weichen, angenehmen Stoff hat. Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, da ist alles für euch verlinkt. Ich schreibe euch auch den Rabattcode nochmal in die Infobox, wo ihr die 20% sparen könnt, beziehungsweise 5% auf reduzierte Artikel. Schreibe ich euch alles unten rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst gerne euer Feedback, auch gerne nur einen kleinen Smiley oder so. Ihr wisst, dass ihr mich damit immer unterstützt, wenn ihr einen kleinen Kommentar hinterlasst. Da freue ich mich immer drüber. Und ansonsten sehen wir uns hier ganz bald immer Mittwoch und Sonntag um 18:30 Uhr zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Ciao.